willkommen heute an einem Sonntag in meiner Küche. Dieses Video wird außer meinen Mittwochs- und Samstagsvideos hochgeladen, weil es eine Produktvorstellung ist. Wer mich kennt, weiß, ich bin küchenverrückt und ich kann natürlich nicht Nein sagen, wenn jemand von der Firma Elec Homes auf mich zukommt und mich fragt, ob ich noch dazu eine Popcornmaschine testen möchte. Dies ist das gute Schätzchen und natürlich will ich das. Ich möchte es aber nicht in meinen normalen Mittwochs- und Samstagsvideos laufen lassen für euch, sondern ich will das ausprobieren und darum gibt es das Video an einem Sonntag. Ich habe das Maschinchen auch schon getestet natürlich, weil ich ja nicht total unvorbereitet in das Video gehen will und also wir sind begeistert, ehrlich. Ich freue mich, ich liebe Popcorn. Ich freue mich, euch auch sagen zu können, falls ihr sowas sucht für Geburtstag oder Party oder egal was, für Feste oder Feiern oder einfach für euch auf die Couch, habe ich von Elec Homes einen Rabattcode von 20% bekommen, das wirklich viel ist, weil die Maschine nicht teuer ist, das ich euch unter dem Video verlinken werde. Wir brauchen nur Mais. Popcorn-Mais gibt es überall zu kaufen. Ich habe jetzt den von der Firma, ganz egal. Und eine Schüssel. Die Maschine ist, ich finde sie einfach wirklich auch schön, wirklich so im Retro-Style, wie es früher war. Diesen Deckel nimmt man ab. Hier unten ist die Heizkammer. Das Gerät wird ohne Fett und ohne Zucker betrieben. Also die Popcorn, die rauskommen, sind gesund, weil da noch nichts dran ist. Und hier oben ist quasi der Messbecher drin für unseren Popcorn, für unseren Mais. Und es geht so schnell zu machen. Wir wiegen nichts ab. Ich bin schon wieder beim Thermomix. Wir wiegen nichts ab. Sondern wir geben eine Verschlusskappe in die Heizkammer. Setzen unseren Deckel auf und stellen uns eine Schüssel drunter. Und dann schalten wir an. Nach circa, ich würde sagen so 30, 35 Sekunden, 40 Sekunden, kommen die ersten Popcorn raus. Natürlich spritzen und schmeißt die Maschine auch ungepoppte Körner noch raus, die ganzen Maiskörner. Die könnt ihr aber wieder zurück in die Maschine geben. Das ist ja bei gekauften Popcorn, wenn man sie kauft, auch so, dass immer ein normaler ganzer Mais noch mit unten drin ist. Die Lautstärke, finde ich, hält sich in Grenzen. Ich meine, das ist Heißluft, das muss irgendwo laut sein, das ist ganz normal. Meine Heißluftfritteuse ist auch laut. Und ja, ich würde sagen, ich verändere jetzt die Kameraposition ein bisschen, damit ihr das besser sehen könnt. Und dann schalten wir hinten, ich glaube, es ist die Seite, hier hinten ist er, nur noch den Einschaltknopf ein und lassen es poppen. Schon sind unsere Popcorn fertig. So schaut es jetzt aus. So viel kommt raus. Also ich finde, das ist gerade eine richtig schöne Menge. Für die zweite Fuhre lassen wir die Maschine, würden wir jetzt ein bisschen abkühlen lassen und dann könnten wir aber auch gleich weitermachen. Und ich sage euch eins, wenn ihr das riechen könntet, wie im Kino, wirklich lecker. Ich mag sie auch schon so
ohne irgendwas drauf. Wenn ihr jetzt aber gesüßte Popcorn haben möchtet, habe ich jetzt herausgefunden, also was am besten funktioniert, dann gebe ich die gleich in eine Schüssel, wo ein Deckel drauf ist und schmelze mir einen Esslöffel Butter mit schön Zucker drin, lasse ich mir schmelzen in der Mikrowelle oder am Ofen, schütte das über die Popcorn und schüttel sie durch. Und so haben wir die Woche wirklich sehr oft schon leckere Popcorn genossen. Ich freue mich, dass die Firma Alec Homes auf mich zugekommen ist. Ich liebe so etwas auszutesten und ich hoffe auch, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich so ein Video reinbringe. Drum kommt es auch schon außertourlich. Und wer Interesse daran hat, denkt an den Code mit 20%. Unten unter dem Video ist der Link. Also das ist wirklich ein Top-Preis. Ich sage vielen Dank an Alec Homes und wünsche euch viel Spaß eventuell mit eurer neuen Maschine. Ich sage ja, ich finde einfach das Design schon mega. Ich weiß, dass man sie im Topf und in wo ich weiß, wo ich überall machen kann. Aber ich finde das klasse. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sage Servus.